Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem Lesevlog des Monats November. Bei mir ist allerdings noch Oktober und ich war heute frisch in der Buchhandlung. Ich habe hier bei uns in der Buchgalerie ein Buch gekauft, über das wir in diesem Vlog reden werden. Es ist Sebastian Fitzek, das Kalendermädchen. Und ja, wie ihr seht, habe ich mich schon dran gewagt und habe das Cover benässt. Ich muss sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, dieses sonst sehr weiße Cover wirklich nass zu machen. Man sieht das auch noch. Ich hoffe, es trocknet auch wieder und wälzt sich nicht. Ja, es ist ein Special Effect Cover, wie man unschwer erkennen kann. Es ist eigentlich weiß. Wenn man es befeuchtet und mit einem Lappen so ganz leicht wischt, dann kommt im Grunde der Name und auch der Titel des Buches zu Gesicht. Also ich bin sehr gespannt, ob sich das jetzt wieder zurückentwickelt. Ich hoffe es sehr. Ja, warum ein Sebastian Fitzek? Es ist... Ja, ich habe bestimmt schon 3, 4, 5 Fitzeks nicht mehr gelesen, weil er mir irgendwann einfach zu abstrus wurde, zu brutal, zu blutig, zu viel die Kamera auf Szenen gehalten hat, die ich einfach nicht ausgehalten habe. Und da sind jetzt einige Fitzeks ins Land gegangen, aber dieser Fitzek hat mich irgendwie angesprochen. Ich habe, ich glaube, so ein bisschen mitgekriegt, dass der herauskommt, also das Kalendermädchen, in einem Interview zwischen Fitzek und Marc-Uwe Kling. Weswegen ich ja dann auch irgendwann im August, glaube ich, Fuse gehört habe, was ja auch ein wirklich ganz, ganz toller Spannungsroman, leichter Thriller im Grunde war. Und Fitzek hat da auch von seinem Buch erzählt. Und er hat hier irgendwie, ich glaube, auch mal erzählt, wo die Geschichte spielt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das bei mir auch irgendwie mal in der Nähe, wenn ich mich so richtig entsinne, wo ich dachte, das ist ja spannend, dass das hier irgendwie in der Gegend spielt. Wie oft hat man das schon? Es war, glaube ich, aber kein langes Kapitel, was damals irgendwie besprochen wurde. Ich sehe jetzt auch gerade bei den Kapitelanfängen. Ach ja, hier sind wir im Frankenwald. Genau, Frankenwald in Bayern. Ja, das ist von mir gar nicht weit weg. Ich war dieses Jahr auch zweimal tatsächlich im Frankenwald. Also deswegen hat es mich tatsächlich auch angesprochen. Ja, ansonsten, was erwartet mich? Ich hoffe Spannung. Ich hoffe, es packt mich. Ich hoffe, es ist nicht zu abstrus. Ich freue mich auf wahrscheinlich eine Lesenacht. Nein, vermutlich ja, werde ich es jetzt so ein bisschen über die Tage dann auf jeden Fall lesen. Es heißt hier hinten auch nur, was, wenn der Tod deine einzige Chance ist, zu überleben. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Also die Aufmachung, es ist natürlich schon großartig, muss man ehrlich sagen, aber das sind Fitzeks Bücher ja meistens. Was haben wir hier? Limited Edition mit Spezialeffekt, weiße Beschichtung mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen und das versteckte Motiv entdecken. Ja, ist die Frage, wird es auch wieder weiß? Sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ja, wie ihr seht, bin ein bisschen abstrus. Ja, es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, wirklich, dass ich einen Fitzek auch am Erscheinungstag mir direkt aus der Buchhandlung geholt hatte. Aber ich hatte heute tatsächlich, wie es dazu will, einen Bürotag und das ist nicht weit, ja, im Grunde von der Innenstadt entfernt. Und so habe ich die Zeit genutzt. Ich finde ganz spannend, wie auch so ein bisschen die Innenaufmachung gemacht ist. Also tatsächlich eher düster und dunkel. Finde ich so im Gegensatz zu dem Weiß ganz spannend. Fitzek hat auch vorne eine Info drin, dass dieses Buch frei ist von KI und ohne Unterstützung von Ghostwritern. Und dann sagt er so verrückt, dass wir in Zeiten leben, in denen das nicht selbstverständlich ist. Und da muss ich sagen, das fand ich tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, ob mir das schon mal bewusst in dem Buch aufgefallen ist. Und dann fand ich ganz schön seinen Widmungsspruch, selbst wer an nichts glaubt, glaubt damit an etwas. Ach, sowas mag ich. Ja, also es ist ein super sympathischer Autor, keine Frage, aber seine Thriller waren einfach, ja, sie klangen manchmal vom Klappentext einfach schon zu wild, zu brutal, als dass ich dazu gegriffen hätte, aber der spricht mich tatsächlich sehr an. Und wir besprechen das jetzt nun hier in diesem Lesevlog. Ihr habt natürlich wieder Zeitstempel, wenn ich über andere Dinge quatsche und dann natürlich auch immer, wenn es wieder ums Buch geht, also dementsprechend könnt ihr das andere Gequatsche, was euch vielleicht nicht so interessiert, einfach überspringen, könnt aber natürlich euch dann, ja, hier umschauen. Ich versuche, spoilerfrei zu sein. Sollte ich wirklich irgendwie spoilern wollen,
werde ich es wahrscheinlich auch versehen, sodass ihr dann auch springen könnt. Aber ich weiß natürlich noch gar nicht, wo mich dieses Buch diesmal so hinführt. Kann mich tatsächlich auch an den Klappentext gar nicht mehr so erinnern, den ich ja vor einiger Zeit dann erst gelesen hatte, was schon ein bisschen länger her ist. Ja. Wir haben hier, 11 Jahre wurde Alma als Baby unter mysteriösen Umständen zur Adoption freigegeben. In ihrer streng unter Verschluss gehaltenen Adoptionsakte steht der Vermerk, Identität der Eltern darf unter keinen Umständen ans Licht kommen, Mutter droht Lebensgefahr. Doch nun ist Alma lebensgefährlich erkrankt und braucht dringend einen Knochenmarkspender. Um das Leben ihrer Adoptivtochter zu retten, startet Olivia Rauch eine verzweifelte Suche nach den biologischen Eltern. Dabei stößt sie auf Gewaltverbrechen spezialisierte Psychologin auf die Legende vom Kalendermädchen, einer jungen Frau, die sich einst zur Weihnachtszeit in ein abgeschiedenes Häuschen im Frankenwald zurückgezogen hatte. So bin ich drauf gekommen. Und die dort von einem Psychopathen heimgesucht, der sie zwang, einen Adventskalender des Grauen zu öffnen. Ah, mir war gar nicht so klar, dass das tatsächlich mit so einem Adventskalender zu tun hat. Aber umso besser, wenn es gut ist und eine Adventskalender-Story ist, steht ihr ja dann im Grunde kurz davor im November und scheint sich jetzt tatsächlich aber wieder zu verdünnisieren. Ich weiß gar nicht, ob das dann hier so die Finger wahrscheinlich sind. Oder wie die Spuren sind. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also wenn hier Chemiker sind, die mir das erklären können, gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Vlog, mir viel Spaß beim Lesen. In diesem Vlog packe ich auch meine neueste Mission Erde Shop Bestellung, die gerade eben angekommen ist. Also wenn der Postbote klingelt, ja, es ist mal so eine 50-50 Chance, sind es nur Rechnungen oder ist es Buchpost und etwas anderes Schönes. Heute gab es nur schöne Dinge und dementsprechend dachte ich, teile ich das einfach kurz mal mit euch. Wer Mission Erde noch nicht kennt, das ist der Umwelt-Tierschutz-Verein rund um Robert Mark Lehmann und ich bin ja seit jetzt bestimmt auch schon gut 3 Jahren oder über 3 Jahren, das wird gar nicht reichen, ein großer Unterstützer dieses Vereins, sowohl was Mitgliedschaft auf YouTube angeht, als auch Spenden angeht, als an ich kaufe Produkte, ich unterstütze mit Regenwaldkäufen und Ähnlichem, denn ich muss sagen, ich finde diese Energie, die Robert Mark Lehmann ausstrahlt, wirklich großartig. Ich weiß, er eckt mit seiner Art oft an, aber ich glaube, bei diesen Themen kann man gar nicht anders, als auch mal anzuecken. Also ja, ich bin nicht mit allem immer so konform. Ich bin auch manchmal nicht so Fan, wie er manche Dinge vielleicht so ausspricht. Fühle aber sehr viele Dinge wie er. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir der gleiche Jahrgang sind, dass wir in unserer Vergangenheit Ähnliches erlebt haben in der Jugend, dass die sehr ähnlich gelaufen ist. Ich glaube, das können vielleicht 15, 20 Jahre Jüngere nicht mehr nachvollziehen, wie es eben war, eine Zeit zu haben, wo es kein Handy gab, wo man wirklich einfach draußen unterwegs war, ohne ständig alles verfügbar an Wissen und ähnlichen Dingen zu haben. Und ich glaube, dass wir sind einfach Kinder unserer Zeit und so ist der das eben, ist Robert Mark Lehmann das eben auch. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan und Unterstützer und habe eine sehr kleine Bestellung getätigt. Zum einen ganz schön, man bekommt immer ein Kärtchen, wer das Paket bei MyMerch gepackt hat. In diesem Fall Harris, wünscht mir viel Spaß mit meinen Produkten. Dann ein wunderschönes Foto und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte das noch gar nicht auf dem Schirm, dass es das als Bild gibt. Also das ist im Grunde eine Autogrammkarte von Robert Mark Lehmann und eben ein wunderschönes Bild. Ich finde es großartig. Jetzt bin ich natürlich versucht, mir das irgendwie auch als Bild für die Wand irgendwie zu kaufen. Ich habe hier schon den Tukan hängen und diesen wunderschönen Sonnenauf- und Untergang in Panama und ich finde diesen Vogel atemberaubend schön. Also ich war jetzt wirklich so vor dieser Karte gesessen und dachte, boah, das gibt's als Bild, das muss ich haben. Ich muss mal gucken. Ich überlege tatsächlich, nächstes Jahr mein Schlafzimmer zu renovieren. Und nein, das wird nicht in den Vlog gepackt. Und überlege, ob ich zu den 2 Bildern, die ich von Robert Mark Lehmann schon hier habe, vielleicht noch 2, 3 sich dazu gesellen und dann wirklich die eine Wand so ein bisschen mit diesen wunderschönen Tierfotos oder Umwelt-, Naturfotos sozusagen verschönere. Das finde ich, ich finde das toll. Ich finde wirklich mega. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was das für ein Vogel ist. Muss ich dann auf jeden Fall meine Erfahrung bringen. Ja, und das Motto von Mission Erde ist ja, die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Und so sehe ich das auch. Ich trenne hier aber definitiv zwischen Welt und Tieren und Menschen. Also ich glaube, dass wir Menschen uns das hier ganz schön auf der Erde verdorben haben.
an vielen Stellen das immer noch tun. Aber ich freue mich über dieses Bild. Mal gucken, es bekommt auf jeden Fall, bis es in echter Form einzieht, einen Ehrenplatz. Dann habe ich eine Geburtstagskarte bestellt und ich überlege gerade, nein, ich glaube, die sie geschenkt bekommt, guckt keine Videos von mir. Und zwar fand ich die so süß und da gab es nur noch sehr wenige Cappy Birthday, also vom Capybara. Ich fand sie so süß und dementsprechend, ich habe einen Capybara-Fan eben im Freundeskreis und ich dachte, das bietet sich an, einfach mitzunehmen. Dann habe ich zwei Sticker, einen für mich und einen für eine Freundin gekauft. Ja, ich möchte das erste Wort hier nicht aussprechen, aber ja, unsere Abneigung gegen Zoos, das beinhaltet theoretisch auch Zirkusse. Für mich wird es wohl den Tiger geben und für meine Freundin den Orang-Utan. Ich glaube, die finden auf jeden Fall einen guten Platz, ja, im Grunde an unseren Autos. Und mal gucken, wie viel Hass wir da auf uns ziehen. Denn ich weiß, dass Zoos ein sehr umstrittenes Thema ist, dass viele hier wirklich den Tierschutz und ja den Erhalt der Art in den Vordergrund stellen. Ich sehe das persönlich einfach ganz anders. Ich will dieses Thema hier aber gar nicht aufmachen. Wir können gerne sachlich in den Kommentaren darüber sprechen. Es überzeugt mich aber tatsächlich keiner, dass Zoos eine gute Sache sind. Ich würde mir wünschen, dass Zoos einfach nach und nach auslaufen, dass nicht mehr gezüchtet wird, dass man die Tiere nicht mehr in die Natur zurückgeben kann. Da bin ich absolut d'accord. Ich glaube, das klappt nicht mit Tieren, die in Gefangenschaft geboren sind, Menschen so kennen, die wären in der Natur hoffnungslos verloren, würden auch verhungern und wahrscheinlich die Krankheiten einfangen. Aber ich würde dieses ganze System einfach auslaufen lassen und lieber anfangen, die Gebiete vor Ort zu schützen und nicht die Tiere aus ihrer Umgebung zu reißen, in ein Gefängnis zu setzen und dann auch noch zur Schau zu stellen. Finde ich ganz schlimm und ich hoffe, dass wir in 50 Jahren zurückblicken und denken, oh mein Gott, was haben wir da für einen Schwachsinn gemacht. Ich meine, früher wurden auch mal missgebildete, andersartige Menschen ausgestellt in Menschenzoos, wenn man so möchte. Und da hat man ja irgendwann zum Glück auch erkannt, dass das totaler Schwachsinn ist. Und dafür schämt man sich heute dann am Ende auch, also hoffe ich sehr, und hoffe, dass uns das mit Tieren irgendwann auch mal so geht. Ja. Also dementsprechend hier mein volles Statement, da stehe ich 100% hinter Robert Marc Lehmann, alles, was irgendwie zur Belustigung der Menschen beiträgt und Tiere hier darunter leiden, in Gefangenschaft leben, gequält werden, was es im Zirkus ist oder in diesen ganzen Meeresshows und ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, dazu meine Gedanken. Und ja, es geht halt auch nicht mehr, dass ich meine Gedanken immer so für mich behalte und ich möchte der Welt einfach sagen, was ich empfinde, was nicht gut läuft, was falsch läuft. Und ich möchte denen, die keine Stimme haben, eben auch einfach eine geben. Und das sind eben die Tiere. Ja, so, und dann kommen wir zum eigentlichen Grund meiner Bestellung. Ich rede hier schon, keine Ahnung, 5, 6, 7 Minuten. Ja, das ist der Taschenkalender für 2025. Ich hatte letztes Jahr schon ein Bullet Journal hier. Ich hatte schon angefangen, 24 zu beginnen, zu dekorieren, zu starten. Und dann kam Robert Marc Lehmann umher und hat den Taschenkalender 24 vorgestellt und ich habe mich kurzerhand dazu entschlossen, tatsächlich einen klassischen Kalender zu nutzen. Und dieses Jahr war klar, ich bin super mit dem Kalender von Robert Marc Lehmann von Mission Erde zurechtgekommen. Ich benutze ihn auch im nächsten Jahr. Und jetzt habe ich schon so drauf gefiebert und gedacht, oh, hoffentlich kommt einer. Jetzt hat er schon die Jahreskalender und Ähnliches gezeigt. Und jetzt kam eben der Taschenkalender. Und diesmal auch wieder wunderschönst mit Grafik und auch dieser arme, ja, im Grunde gefangene Affe war das hier ursprünglich, glaube ich mal. Ja, also wunderschön eingefangen die Bilder. Also das sind ja auch Fotografien von Robert Marc Lehmann. Wir haben hier, es ist klimaneutral gedruckt, es ist recyceltes Apfelpapier. Das finde ich super spannend. Ich finde, man riecht das auch. Ich finde, das ist nicht wie reguläres Holzpapier riecht, aber ich finde es nicht unangenehm und ich kann auch sagen, nach 3, 4 Mal Aufschlagen ist dieser etwas, ja, vorhandene Geruch tatsächlich dann auch weg. Ja, also es ist recyceltes Apfelpapier, es ist made in Italy, es ist klimaneutral gedruckt, es ist vegan und wir haben mit diesem Kalender auch Wildnisschutz betrieben und Regenwald gekauft. Und die Bilder sind eben von Robert Marc Lehmann und die Zeichnungen sind von Nicole Kohut, die ich wirklich, also ich finde es wirklich begeisternd, wie sie den Fokus wirklich auf die Tiere so legt. Also wunderbarst und ja, ich weiß gar nicht, wie viel hier, 3000 Quadratmeter.
Primärregenwald wurde wieder bewahrt. Das finde ich richtig, richtig schön. Wir sehen hier hinten auch eine kleine Auswahl der Arbeit. Also da kann man durchaus auch mal hinten so ein bisschen was reinlegen, reinlesen. Es gibt eine Straßenhunde-Hilfsprojekt, es gibt Social-Media-Kampagnen, es gibt Tieraktionsaktionen. Ich weiß, dass er Geisternetze aus Meeren zieht, dass er Baumpflanzaktionen macht und so weiter. Also da ist wirklich ganz viel am Start. Ja, und der Kalender fängt ganz klassisch an. Und ja, da haben wir ein bisschen was zu dem Jahr. Dann haben wir einen Hauptjahreskalender von 25. Das finde ich immer ganz schön. Dann kann man sich hier Geburtstage, wichtige Termine schon mal eintragen, die man in den jeweiligen Monaten hat. Und dann fängt eben jeder Monat mit so einer Übersicht an, wo wir eben eins der Fotografien als Bild sozusagen haben. Ach, ich liebe Otter, großartig. Und ich mag die Aufteilung des Kalenders. Also es ist im Grunde eine Wochenübersicht, ne, von Montag bis Sonntag. Und ich habe gemerkt, ich brauche nicht mehr. In der Regel, ich glaube jetzt in 24 war hier vorne so eine Ferienübersicht. Genau, die brauche ich nicht. Und da klebe ich mir einfach, gedottetes Papier, habe ich von meinem Filofax noch genügend Seiten hier rein und mache mir dann meine Haftnotizen rein, irgendwelches Braindump, wie man das so schön nennt. Also diese Doppelseite wird bei mir überklebt und da passieren dann andere Dinge. Kommen auch mal so Einkaufslisten, Bestelllisten, Wunschlisten rein. Also wenn eine Freundin 3 Monate vor ihrem Geburtstag sagt, oh, das und das wünsche ich mir zum Geburtstag und ich denke dran, dann wird das hier notiert, dass man dann eben so ein bisschen was übers Jahr gesammelt hat und das passiert hier alles drin und da mache ich mir dann meine eigene Doppelseite und nehme da eben so ein bisschen was aus dem, ach, wunderschön, diese Hai, großartig. Also ich habe ja auch eine Faszination für Haie, von daher ja, wirklich wunderbarst getroffen und ach, richtig, oh, das ist schön. Oh, richtig schön. Ja, das ist bestimmt aus der Schweinerettungsserie von Robert. Also auch eine Serie, die mich tief bewegt hat. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt genug geschwärmt, sowohl über die Arbeit von Mission Erde als über Robert Mark Lehmann, was er hier für Energien freisetzt, was er auch in mir freisetzt, mich motiviert, eben laut zu sein und auch unangenehme Diskussionen mal zu führen. Ich packe euch den YouTube-Kanal von Robert Mark Lehmann von Mission Erde unten in die Infobox und auch mal den Shop. Es ist nichts gesponsert, alles selbst gekauft. Von daher kann ich das mit gutem Gewissen auf jeden Fall weiterempfehlen und freue mich da wirklich, wenn sich vielleicht der ein oder andere bei Mission Erde auch umsieht. Ich habe ja auch den Bildband, der war auch schon auf Apfelpapier und ich habe auch das Buch. Allerdings war das, glaube ich, aus der Random House Gruppe. Aber ich auch, hier waren beides Jahreshighlights und ich freue mich jetzt, meinen 2025 Kalender so ein bisschen vorzubereiten. Ich denke, da starte ich dann im November mit und freue mich, dass er schon mal bei mir eingezogen ist. Ach, im Übrigen, ein Lesebändchen hat er natürlich auch. Das heißt, man kann natürlich immer markieren, freuen sich meine Katzen, markieren, wo wir gerade im Jahr sind. Und es ist echt verrückt, dass es ja keine 2 Monate mehr sind, dass das Jahr um ist. Naja, ja, wobei das Jahr war gar nicht so schnell rum, wie es jetzt gerade so klingt. Also ich glaube, bis es irgendwie mal Herbst war, hat es gefühlt normal lang gedauert. Zumindest in meiner Welt. Ja, ja, das war meine kleine, aber feine Bestellung. Und ja, dieses Bild hat es mir jetzt echt angetan. Also da muss ich mich jetzt direkt mal im Shop umschauen und das mal meine Wunschliste zumindest packen, dass wenn ich da mal wieder vorbeigehe, dass ich mich dann an dieses Bild erinnere, dass ich das gerne in großer, echter Form sozusagen hätte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Erzählt mir doch gerne, ob ihr auch einen Taschenkalender ganz klassisch benutzt, ob ihr noch beim Filofax seid, ob ihr Bullet Journal nutzt. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen, was euch da wichtig ist, ob ihr gar nichts irgendwie plant oder vielleicht nur so einen großen Familienkalender habt. Und ja, das war der Weasley. Und da denkt sich jetzt, Steffi, hast genug gequatscht über deine Bestellung. Und da hat er absolut recht. Lasst uns gerne in den Austausch gehen. Ich würde mich freuen. Ich habe die ersten 115 Seiten nun gelesen, also 21 sehr kurze Kapitel zu teilen und muss sagen, ich bin irgendwie verwirrt. Also wir haben doch recht viele Charaktere, die wir begleiten. Einmal Olivia im Jetzt, die eine sehr kranke Adoptivtochter hat und jetzt eben auf der Suche nach der leiblichen Mutter ist, um gegebenenfalls eine Stammzellen... ihr wisst, was ich meine, vornehmen zu können. Allerdings ist diese Adoption heimlich getätigt worden und auch in der Akte steht, dass auf keinen Fall das irgendwie kommuniziert werden darf. Dann haben wir Valentina, die eben zur damaligen Zeit hier im Frankenwald, was ja wirklich nicht weit von mir weg ist, unterwegs ist. Ich glaube, wie viele Jahre spielt das zurück? Ach, einfach nur damals.
Ja, Hauswaldpfad, die da jetzt eben angekommen ist und auch dann wieder von noch einer anderen Vergangenheit erzählt, wo wir in einer Art, ja, nicht Schullandheim, sondern in einem Internat war, weil ihre Mutter vor kurzem gestorben ist nach einem Autounfall, wo ihr Bruder umgekommen ist und ihre Mutter dann vor Kummer eben gestorben ist und der Vater keine Zeit hatte und sie deswegen in das Internat gebracht hat und ja, sie noch sehr jung da festgestellt hat, was es so an sadistischen Dingen gibt. Bisher sind wir noch nicht ganz so blutig und brutal, wie ich es zu Teilen ja von Fitzek trotzdem so in Erinnerung habe. Bin auch ganz dankbar dafür. Und wir sind jetzt eben so ein bisschen bei diesem Thema Kalendermärchen, was so eine urbane Legende sein soll. Und ja, ich habe tatsächlich gegoogelt, ob es den Ort hier im Frankenwald gibt, was ja also keine Stunde von mir entfernt ist. Ich habe den Ort nicht gefunden, finde ich fast ein bisschen schade, sonst hätte ich mich am Wochenende mal auf den Weg dahin gemacht. Aber man kann sich das schon schön vorstellen. Also die Beschreibungen, die Fitzek hier für diese Gegend hat, finde ich, ja, sehe ich genauso. Ich sehe die Wälder, ich sehe ja, die Berge, die Hügel, die Wege, dieses ja, auch Verschneite, weil es ja hier dann auch zum Teil eben im Winter spielt. Und ich finde, das fühlt man schon sehr. Also man fühlt dieses ländliche. Und auch so ein bisschen diese Merkwürdigkeit wahrscheinlich von den Menschen, wenn man als Berlinerin im Grunde hierher kommt, in diese Frankenwaldgemeinde, die ja wirklich sehr klein und ja, halt schon sehr urig auch irgendwie ist. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich muss sagen, er ist für mich nicht ganz so spannend, wie ich sonst Fitzek in Erinnerung habe. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, was mein letzter Fitzek war. Also ich glaube, ich habe jetzt wirklich drei, vier ausgelassen. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwie eine Übersicht drin ist. Also einige habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Ich glaube, der Insasse, der war, glaube ich, noch ein, den ich richtig gut fand. Und dann irgendwie beim Heimweg hatte ich, glaube ich, aufgehört. Ich weiß es aber nicht mehr so genau, was dann vielleicht noch davor irgendwie war. Ich weiß auch, dass ich Mimik nicht gelesen habe und ich glaube, diese Playlist habe ich auch nicht gelesen. Ich habe ihn ein bisschen Cliffhanger-mäßiger in Erinnerung. Also, dass man nach den Kapiteln unbedingt weiterlesen muss. Ich muss sagen, das habe ich hier noch nicht. Und ich bin auch tatsächlich so ein bisschen verwirrt. Also, ich weiß noch nicht, wie diese Geschichten zusammenhängen. Ich weiß noch nicht, was so diese Andeutungen von dem einen oder der anderen bedeutet. Auch was es mit dem Kommissar auf sich hat und diesem fast Ex-Mann und was so geheim an dieser Adoptionsakte irgendwie ist. Und wie man sieht, ja, das wurde dann tatsächlich doch wieder weiß nach einer gewissen Zeit. Also man kann es öfter feucht machen und sich das Cover zeigen lassen. Und ja, das fällt mir gerade noch so ein. Ja. Ich bin gespannt, wo das irgendwie hingeht. Ich glaube, ich habe mir vielleicht so einen Hauch mehr Spannung erwartet. Aber es ist, also ich habe die 115 Seiten jetzt in knapp etwas über einer Stunde gelesen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich gut durchgeflogen. Der Stil von Fitzek, er ist leicht, er ist flüssig, es geht wirklich schnell voran, es passieren schon Dinge. Aber so dieses gewisse Etwas fehlt mir noch so ein bisschen, was ich eben so in Erinnerung habe, wie ich eben Fitzek vor 10 Jahren richtig gut fand und spannend fand. Und vielleicht hat sich aber auch mein Geschmack natürlich auch einfach verändert. Ja, ich bin froh, dass er nicht zu blutig ist und nicht zu brutal, dass er nicht so draufgehalten wird. Das heißt, ich kann heute Nacht auf jeden Fall gut schlafen und bin da jetzt einfach gespannt, wie es irgendwie weitergeht. Wir haben ja doch knapp 400 Seiten. Das heißt, ich habe ja erst ein Viertel, ein bisschen mehr gelesen. Von daher, na, üben wir uns in Geduld und ja, schauen einfach mal, was so die nächsten knapp 100 Seiten dann bringen werden. Bei Instagram habe ich euch nach Themen für den nächsten Vlog gefragt und ihr habt gesagt, Mensch, Steffi, was düftelt denn bei dir im Herbst ein wenig? Ja, ich habe eine neue Duftlampe von Candle Warmers, die ich einfach mega finde. Es ist ein Häuschen, ich werde euch das im Dunkeln dann auch nochmal mit abfilmen und vielleicht hier oben dann mit einhängen oder ans Ende hängen. Und das sieht eben wirklich aus wie ein Haus und man kann dieses Haus dann anheben und kann dann eben Duftwachs nach unten geben. Das heißt, oben ist die Lampe und es kommt nicht die Wärme von unten, wie man es ja sonst von ja, Duftlampen im Grunde kennt, egal ob man die jetzt mit einer Kerze oder mit Strom betreibt, sondern von oben. Das finde ich mega praktisch, weil man so auch etwas kleinere Gläser tatsächlich hier mit reinstellen kann oder eben unten in der Schale das Wachs schmelzen lässt. Und ja, die hat mir so gut gefallen. Die ist jetzt, glaube ich, mit dem Herbstwechsel so ein bisschen gekommen und da musste ich dann einfach bestellen. Und ich finde die super schön. Die sieht auch wirklich im Dunkeln sehr schön aus. Ich glaube, ich blende es euch jetzt
einfach kurz mit ein. Dann kommen wir einfach zu Düften, ja, die jetzt im Herbst bei mir etwas brennen. Heute ist es tatsächlich eher winterlicher. Ich habe nämlich einen absoluten Lieblingsduft, der, ich sag mal, im Sommer eher nicht so geht, aber so Herbst, Winter, Frühling funktioniert der Winter Wonder richtig gut und der düftelt heute hier und ach, er ist einfach ein Genuss. Ja, von Country Candle Candy Cane Kashmir. Wie man sieht, ist das große Glas auch schon zur Hälfte verbraucht. Das ist wirklich so ein Herbst-Winterduft, den ich wahnsinnig gerne habe. Er hat wirklich ganz viel von dieser Candy, also von dieser Minze. Er ist aber ganz weich, ist schön vanillig, hat, glaube ich, auch so ein bisschen was Gemütliches so an Holz. Ich mag diesen Duft super, super gerne und ich bin ein großer Minzfan. Also hier hinten irgendwo steht auch der North Pole, der ja für mich auch, also der Minzduft sozusagen schlechthin ist. Ich bin kein so großer Eukalyptus-Fan, aber Minze in Verbindung so ein bisschen mit ja, Sahne, Schokolade, Kaffee mag ich sehr, sehr gerne und das ist wirklich ein Duft, den ich sehr häufig anhabe und wirklich der Vorteil unter der Lampe, wenn er dann steht, dass man natürlich viel weniger abgießen muss, als wenn es einfach brennen würde. Also ich kann das auch mit den LED-Lampen nur sehr empfehlen und mag diesen Duft sehr gerne. Ja, sehr klassisch, herbstlich ist dann natürlich auch ein Pumpkin-Kürbisduft und das ist einer von DW Home und zwar der Honey Pumpkin und den habe ich mal, ich glaube letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr, nein, ich glaube letztes Jahr bei TK Maxx gekauft. Und wie man sieht, ist der auch schon gut verdüftet. Und ich bin nicht immer der größte Fan von diesen Kürbisdüften, also von diesen Gewürzen, weil da sehr oft ja auch Nelke und sowas drin ist, was ich nicht so gerne mag. Aber hier gefällt mir diese Weichheit, die der vermeintliche Honigduft mitbringt. Also es ist ein ganz weicher Duft, der schon ein bisschen würzig ist, diesen Kürbis mitbringt, diese, ja, und einfach durch den Honig, einen Hauch Vanille, ist er einfach weich und man hat so das Gefühl, der Duft umarmt einen. Also das ist ein ganz, ganz schöner Duft. Ich müsste fast nochmal irgendwie in den TK Maxx und gucken, ob es so ein Honey Pumpkin vielleicht dann in anderer Form nochmal gibt, weil, ja, wir sind hier ja auch schon gut bei unter der Hälfte und auch der duftet sich wunderbar durch den ganzen Raum. Überhaupt die DW-Düfte mag ich sehr gerne, habe ich, glaube ich, noch auch im Sommer und ich glaube auch für den Winter jeweils irgendwie ein Glas. Ich mag die super gerne. Also ich habe ja auch, ich glaube jetzt hier tatsächlich im Herbst keine weiteren Düfte, aber sonst habe ich auch noch 2, 3 andere Düfte. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen und besonders auch für den Preis. Ja, kommen wir kurz zu einem Melt, das ich tatsächlich hier drin verpackt habe. Ein Melt, wo ich schon immer auch mal mit, ja, grusel, mit einem Glas geliebäugelt habe. Und ich hatte, glaube ich, mal ein kleines Yankee-Glas und zwar Autumn Glow. Und das ist jetzt mein letztes Melt oder mein letztes Tag. Und ich liebe diesen Duft. Also er ist definitiv etwas ganz anders. Der Autumn Glow riecht definitiv mehr nach draußen. Also man hat wirklich das Gefühl, man geht durch eine verregnete Landschaft, die so ein bisschen waldig ist, die aber auch Pfützen hat und die dann eben auch Blätter am Boden hat. Und ich finde Blätter, also wenn man so durch Blätter läuft, ich finde, da kommt ein ganz spezieller Geruch hervor. Und ich bin nicht der größte Herbst- und Regenfan, aber ich mag es tatsächlich durch Laub zu laufen und diese ja ätherischen Öle sozusagen, also diesen Duft nach oben zu holen und zu schnuppern. Und ich finde, dass wenn man hier dran riecht, es ist vielleicht ein Hauch holziger, als es die Natur ist. Er hat auch nicht so das Aquatische, was vielleicht jetzt durch so Regen käme. Aber ich finde, er hat wirklich dieses, ich laufe durch Laub und ich rieche die Natur. Und ich finde diesen Duft wirklich toll. Er hat wirklich schön holzige Momente, er hat diese blättrigen Momente, er hat so ein bisschen, ja, Wiese ist so falsch, weil es ist ja an sich keine Wiese, sondern wirklich ja so baumig. Also ich mag ihn wahnsinnig gerne, ich finde ihn richtig toll, ist auch, ja, neben dem Holz wahrscheinlich auch nur so ein bisschen was Herberes mit drin. Also ich mag den super gerne und ich vielleicht muss ich doch mal, nachdem ich 3, 4, 5 Tarts aufgebraucht habe, vielleicht muss ich doch mal mich umschauen, ob es den überhaupt noch gibt. Yankee Candle Autumn Glow hat bei mir jetzt auch schon 2, 3 Mal gedüftelt. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen schlecht, das letzte Tart anzubrechen, aber ja, es macht ja den Duft nicht besser.
Dann kommen wir zu einem Goose Creek Duft und ich bin ja ein sehr großer Goose Creek Fan und zwar Dreaming of Autumn. Und hier muss ich sagen, hatte ich auch erstmal die Mails von Goose Creek, weil ich natürlich diesen Hund so wunderschönst fand und es kommt dann noch ein Hundeduft. Und ich habe auch jetzt einen Katzenduft, Time to Cuddle, glaube ich. Den mag ich auch sehr gerne. Aber den hatte ich erst einmal an. Dementsprechend würde ich jetzt noch nicht zu den Top 5 Herbstdüften zählen, aber Dreaming of Autumn habe ich letztes Jahr, ich glaube, 2 Packungen Melts aufgebraucht und mich dann mal dazu entschlossen, doch das Glas zu besorgen. Also man sieht, ist auch schon ein bisschen benutzt. Habe ich auch im Sommer tatsächlich angehabt und im Frühling. Also es ist für mich jetzt nicht ein reiner Herbstduft, auch wenn das draufsteht, weil wir haben hier ja so ein bisschen Tangerine drin, wir haben Apfel und ja auch wieder so ein bisschen das Blättrige. Es ist halt so ein cozy Duft, der durchaus das Fruchtige so ein bisschen hervorhebt und einfach Spaß macht. Also es ist ein Duft, der wirklich Freude macht, der ja einfach, ja, ich glaube durch das Obstige, Fruchtige hier einfach nochmal so eine andere Stimmung bringt. Nicht so ganz herbstlich, sondern Natur irgendwo, ein bisschen was Holziges, was Blättriges. Und ich finde es toll. Also ich fühle hier den Hund mit den Blättern an der Schnauze und denke, ja, so könnte der Herbst tatsächlich auch riechen. Und auch auf dem letzten Duft ist tatsächlich ein Hund. Das ist mir so beim also Zusammenstellen gar nicht aufgefallen. Auch das ein Duft, den ich erst mit einem Melt getestet habe. Und zwar auch von Goose Creek, Pile of Leaves. Und also mein Hund ist ja eine Spur heller, aber dieses Gesicht, also so guckt mein Hund auch, wenn er im Herbst unterwegs ist. Und wenn dann noch Tropfen von oben kommen, ist es aus. Mein Hund mag kein Wasser und auch kein Regen. Und der Duft, um zurückzukommen, habe ich als Melt eben aufgebraucht und dachte dann, der war so, so, so schön und der ist auch schön. Ich hatte ihn, glaube ich, jetzt erst einmal im Oktober an. Für mich war ja der Oktober ein bisschen kürzer, weil ich 2 Wochen im Urlaub war. Er hatte ihn jetzt nur einmal als Glas an, aber der war so schön. Der hat durch die ganze Wohnung geduftet und er hat nichts Aufdringliches, sondern das ist auch so, und ich glaube, das ist so ein Kennzeichen von Herbstdüften. Die sind so gemütlich. Die nehmen einen so ein bisschen ja, an die Hand, sie umarmen einen, sie füllen den Raum zwar ganz wunderbar aus, aber nicht aufdringlich, stellen sich nicht so in den Vordergrund. Es ist schon so eine Art frische Wäscheduft, ohne diese extreme Frische, sondern wirklich eher die Gemütlichkeit, so dieses Kaschmir, so ein Hauch Holz, so ein bisschen Vanille. Es riecht nicht nach nasser Hund, wer hier eine Befürchtung hat. Es hat einfach eine Gemütlichkeit. Und ich fand den jetzt, wo ich den einen Abend oder Nachmittag mache ich das ja oft an, ich mag das super gerne. Also wirklich ein ganz, ganz toller Duft, wo ich sehr froh bin, mich für das Glas entschieden zu haben, weil es ist, also natürlich ist das Glas erstmal teurer in der Anschaffung, aber man hat viel, viel länger was davon als von den Melts. Und Peel of Leaves, also es ist wirklich ja, ein wunderschöner Herbstduft. Richtiges Träumchen und ich bin sehr gespannt, ob ihr Herbstduftempfehlungen habt, also was so euer Herz begeistert. Sagt mir das super gerne auch, ob ihr vielleicht doch trotzdem schon Winter-, Weihnachts-, Sommerdüfte im Herbst duftet. Ja, bei mir ist es ja auch ein bisschen verschieden. Also ich habe auch ein paar, ich sage jetzt mal, Düfte noch hier stehen, die ich auch im Herbst anmache, obwohl sie vielleicht klassisch eher ein Sommer- oder ein Winterduft sind. Es gibt schon so ein paar Düfte, die für mich nicht das ganze Jahr funktionieren, aber zum Beispiel der North Pole, ich finde, er ist natürlich klassisch für den Winter durch die Minze, durch das Schokoladige. Aber ich finde, der geht auch im Sommer, weil die Minze den Raum eben so ein bisschen abkühlt. Also von daher funktioniert das ganz gut. Ja, ich bin sehr happy über meine Herbstdüfte. Hoffe, euch hat vielleicht der ein oder andere Duft jetzt inspiriert, auch mal was in die Duftlampe zu geben. Und ich finde das Häuschen einfach nur wunderschön. Also das gefällt mir richtig gut. Natürlich auch mein anderes Haus, ne, wo dann die Gläser reinkommen. Aber so jetzt für die Mails auch so ein cozy Haus, das ja, strahlt auf jeden Fall Gemütlichkeit aus. Und ja, vielen Dank für die Anregungen mit den Düften. Vielleicht packen wir das ja öfter mal in den Leseblog. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Duft euch gerade begeistert und ja, ob euch hier so dieser Einschub mit den Düften auch gefallen hat. Und ja, bin jetzt gespannt, was so bei euch die Herbstfavoriten sind und ob ich dann vielleicht doch demnächst mal wieder Düfte bestellen müsste, obwohl ich mich gerade ganz gut zurückhalte. Naja, es ist. Ja, es ist mit Empfehlungen nicht einfach. Na, mir geht es ja im Grunde wie euch. Auch ich, wenn eine Empfehlung sehe, muss ich immer überlegen, brauche ich das gerade oder will ich das gerade oder wie es so ist. Ja, es ist herbstlich und man muss auch echt sagen, sieht einfach süß aus. Ja, Tiere und ich, das ist einfach eine Liebesgeschichte.
Ich habe gestern Abend noch weitergelesen und bin bei knapp 196, 97 angekommen, habe also nochmal 100 weitere Seiten gestern gelesen. Und ich muss sagen, es ist schon spannend gemacht. Ich finde es nach wie vor aber wirr, wenn wir in diesen Zeiten springen. Das lässt jetzt so ein bisschen nach. Wir sind jetzt weniger in der Vergangenheit, bei diesem Internat. Wir erfahren aber schon sehr viel über unsere weiblichen Charaktere, was sie so beschäftigt, wie ja, sie so ein bisschen auch irgendwie vielleicht zusammenhängen, was bei ihnen Angststörungen, Panik auslöst, was sie gegebenenfalls auch triggert. Es findet sich jetzt auch so ein bisschen Information zum Geheimnis der Adoptionstochter, die ja krank ist. Und ich bin wirklich ein bisschen verwirrt, aber dennoch gespannt. Also irgendwie hat es den Knoten in meinem Kopf noch nicht gelöst. Zudem bin ich auch ein bisschen von Valentina überrascht. Die ist ja in diesem Ferienhaus im Frankenwald. Übrigens, diesen Ort und diese Postleitzahl gibt es tatsächlich leider nicht. Sonst wäre ich da tatsächlich mal hingefahren. Aber es gibt natürlich den Frankenwald. Und es ist hier auch mal die Rede von Schwarzenbach an der Saale und auch von Hof. Und das ist ja alles hier bei mir, was ich ganz unterhaltsam finde, einfach mal eine Geschichte zu lesen, die jetzt nicht unbedingt ein regionaler Krimi sozusagen ist, den ich ja nicht lesen würde, aber dass Fitzek ja hier unterwegs war und tatsächlich den Frankenwald sehr schön beschreibt. Also das gefällt mir wirklich richtig gut. Aber ich bin ein bisschen überrascht. Wir haben hier eine junge Frau, die ja zum Lernen in ein Ferienhaus mitten ins Nirgendwo geht, was ich gar nicht schlimm finde, und die dann auch irgendwie Gäste bekommt durch diesen lebendigen Adventskalender und diesen Brauch, soweit ich das mitbekommen habe, den gibt es zum Teil auch heute noch. Also nicht in der Stadt hier bei uns, aber wohl ländlich gelegen. Also, dass man da eine Kerze, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob es wirklich eine Kerze ist, ins Fenster stellt, dass das jeden Tag jemand anders macht und man dann im Grunde sich dort immer eintrifft in diesem Haus und dann irgendwie einen Glühwein oder was auch immer trinkt. Also davon habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Könnte mir jetzt aber vorstellen, das auf gar keinen Fall nochmals zu tun. Und ich bin auf jeden Fall über Valentina überrascht, die ja durch dieses Haus geht, sich eigentlich relativ sicher fühlt, bis sie einen fremden Mantel findet an der Garderobe, der ihr vorher nicht aufgefallen ist. Und ich weiß nicht, wie ich das finde. Sie setzt eine Schwimmtaucherbrille auf. Ich weiß gar nicht so richtig mehr, warum sie die überhaupt einstecken hatte. Bewaffnet sich mit Pfefferspray. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt tatsächlich eher weniger einstecken. Also ich glaube, ich hätte Haarspray irgendwie realistischer gefunden, wobei heute bei meiner Sturmfrisur, und ja, es war sehr windig und wir haben heute dann auch schon Gartenarbeit gemacht, bevor ich jetzt den Videoabschnitt hier drehe. Also entschuldigt das etwas zerzauste Aussehen. Ich habe kein Pfefferspray, ich habe immer irgendwie, also Haarspray wäre greifbarer und dann geht sie tatsächlich in den Keller. Und ich gehe sehr gerne in meinen Keller, der hat keinen Ausgang nach draußen, der ist aufgeräumt und auch in Ordnung. Und na, also das stört mich nicht in meinem eigenen Haus, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich in einem fremden Haus, wenn ich irgendwas komisch finde, das Gefühl habe, hier ist jemand, ob meine erste Anlaufstelle der Keller wäre. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Wobei ich den Gedanken hier über den Keller super spannend fand. Das habe ich mir auch mal markiert. Und zwar geht es so ein bisschen darum, wenn du wissen willst, mit was für einem Menschen du es zu tun hast, schau dir drei Orte an. Das Badezimmer, das Auto und den Keller. Und ja, der Zustand dieser Orte gibt dir Aufschluss über den Körper, die Seele und das Unterbewusstsein. Also der Keller steht dann im Grunde für das Unterbewusstsein. Je ordentlicher das Badezimmer ist, desto mehr achtet dein Gegenüber auf seinen Körper. Fährt er jeden Sonntag zur Waschanlage, verleiht er auch seinen Gedanken gerne eine Struktur. Da gehe ich nicht so ganz mit, weil ich glaube, dass es nicht unbedingt nur das Auto ist, was für diese Struktur ist, weil ich glaube, ich bin ja doch ein großer Freigeist, versuche aber alles schon irgendwie zu strukturieren. Aber mein Auto jede Woche in die Waschanlage zu fahren, das fände ich auch irgendwie gar nicht nachhaltig und umweltbewusst.
Wobei, da fällt mir ein, es wäre jetzt vielleicht vor dem Winter auch nochmal nicht schlecht so. Ja, aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und dann geht es um deinen Keller, der eben für das Unterbewusste steht. Und dann heißt es erst so, wenn jemand in seinen Keller lauter unnützes Zeug hortet, dann kann man sich sicher sein, dass der Mensch im Unterbewusstsein einen Haufen seelischer Ballast mit sich herumschleppt. Das ist so die Frage, die sie sich stellt. Und dann heißt es, sagt ihr das Gegenüber? Nein, im Gegenteil, der Mensch ist ein emotionales Wesen und baut oft selbst zu seelenlosen Dingen eine Beziehung auf, weswegen es uns schwerfällt, uns von Sachen zu trennen, mit denen wir eine Erinnerung verbinden. Es ist also völlig normal, wenn wir Gegenstände aus unserem Sichtfeld nur in die Dunkelheit des Kellers verbannen, in der beruhigende Gewissheit, sie nicht der Müllkippe anvertraut zu haben. Also keine Sorge vor Menschen, deren Keller wie eine Vorstufe einer Messi-Wohnung aussieht. Und dann dachte ich, okay, also mein Keller ist relativ ordentlich, jetzt nicht, das, also nein. Und dann dachte ich, okay, also scheint es eigentlich normal zu sein, dass man da ein bisschen Gerümpel hat. Also bei uns steht da wahnsinnig viel Werkzeug und Holz und halt eine Waschmaschine und ein Trockner und sowas. Und dann dachte ich, na, aber der Rest ist eigentlich sehr aufgeräumt. Was wird das jetzt wohl über mich sagen? Und dann heißt es so schön, hab Angst vor den akribischen, wobei das ist mein Keller definitiv nicht, den zwanghaft ordentlichen. Sie täuschen dir vor, das Chaos des Lebens im Griff zu haben. Dabei tobt in ihnen ein Sturm dunkelster Gedanken auf der Suche nach einem Ventil, bereit, sich mit aller Gewalt zu entladen. Und da muss ich echt sagen, da bin ich ganz froh, dass mein Keller nicht akribisch ist. Sondern so ein Mittelding. Fand ich ganz spannende These und ich weiß, dass ich das so ähnlich schon mal gehört habe. Also, dass es tatsächlich Dinge gibt, wenn es um die Psychologie des Menschen geht, auf die man also achten kann und soll und dass das öfter mal zustimmt. Aber ich war bei Valentina sehr überrascht, dass sie sich mit einer Schwimmbrille und Pfefferspray in den Keller begeben hat. Also. Und nein, das ist jetzt überhaupt kein Spoiler oder irgendwie. Aber da habe ich echt gedacht, ich wüsste nicht, ob das meine erste Anlaufstelle war. Und dann habe ich rumüberlegt, wenn ich in einer Ferienwohnung war oder auch in einem Ferienhaus, ob ich da immer in den Keller gegangen bin. Und ich könnte mich da gar nicht so groß dran erinnern, dass ich das irgendwie wichtig fand. Und nee, also ich glaube, Keller wäre jetzt nicht meine Adresse. Und jetzt bin ich vielleicht auch niemand, der sich irgendwie unwohl fühlt. Aber ich glaube, wenn da auf einmal eine andere Jacke, ein anderer Mantel hinge, den ich vorher nicht wahrgenommen habe, würde ich vielleicht mir schon mal Gedanken machen. Aber ja, würde sie natürlich ihre Nachbarn fragen, die Polizei rufen, würde sie jemanden gegenüber das irgendwie merkwürdig finden, kommunizieren, dann wäre das Buch am Ende wahrscheinlich vorbei. Ist ja mit allem, ne? Also auch, wir haben hier einen anderen Fall, wo in der Geschichte, wo eine Leiche gefunden wird, die dann einfach gar keine Leiche ist. Und ich denke mir so, ich verstehe schon manchmal, dass man, ich verstehe auch hier irgendwo die Begründungen, warum man jetzt nicht die Polizei ruft, aber nein, also man findet eine Leiche und man ruft eine Polizei. Das finde ich in Thrillern immer schwierig, wenn die Leute denken, sie können das irgendwie allein lösen oder sie machen sich ja jetzt irgendwie zu einem Verdächtigen, wenn sie das melden. Und ich denke so, ich glaube schon, also ich habe schon Vertrauen in die Polizei, dass wenn ich eine Leiche finde und anrufe und sage, ich habe die gefunden, dass man mir nicht gleich unterstellt, ich wäre auch automatisch die Mörderin oder die Täterin. Also das. Ja, also ich glaube, da weiß man schon gut zu unterscheiden. Nicht immer. Natürlich gibt es auch Menschen, die fälschlicherweise im Gefängnis sitzen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass das nicht die Regel ist. Also ja, und dann wird in dieser Geschichte auch das Münztelefon vermisst. Also so eine Telefonzelle. Und da dachte ich, das stimmt. Es gibt überhaupt keine Münztelefone mehr. Das ist mir gar nicht so, also dass das nicht mehr gibt, gar nicht mehr so bewusst aufgefallen. Aber wo es hier drin stand, dachte ich, stimmt, auch bei uns überhaupt nicht mehr. Also ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo noch irgendwie eine Telefonzelle stünde. Schon erschreckend, ne? Wenn wirklich mal was wäre, man hat kein Handy einstecken, erreicht man irgendwie nichts mehr. Naja, ein ganz anderes Thema. Also ich bin noch ein bisschen verwirrt. Der Knoten im Kopf ist noch nicht aufgegangen, aber ich habe ja auch erst die Hälfte und freue mich jetzt auf jeden Fall aufs Weiterlesen und ja, werde jetzt hier sonnig, wie es heute so ein bisschen ist an diesem Samstag, weiterlesen. Freue mich jetzt drauf und werde euch danach auf jeden Fall noch ein Update geben. Ich habe in meinen letzten Vlogs immer mal so über ein paar Hobbys gesprochen, die mich entspannen. Angefangen mal vom Diamond Painting, wo ich ja jetzt im September, Oktober ja diese
Untersetzer gepaintet habe. Ich liebe das mit diesen Diamanten. Es funkelt und glitzert und es musste jetzt einfach ein herbstliches Motiv her. Über das Puzzeln, gerade von etwas kleineren Puzzeln mit nicht so vielen Teilen. Und ich habe mich mal wieder ein bisschen packen lassen vom Ausmalen. Ja, die liebe Anka hat, ich glaube, sehr viele von uns damit angefixt, einfach mal wieder zum Buntstift zu greifen. Und ich möchte euch jetzt drei neue Ausmalbücher von mir zeigen und ich denke dann in so einem kleinen zweiten Switch auch so ein bisschen die Stifte, mit denen ich male und wie ich da so ein bisschen vorgehe. Ja, ich habe mir drei neue Ausmalbücher gekauft. Ich habe vor einigen Jahren, da gibt es auch ein Video dazu, schon mal so ein bisschen über das Hobby Ausmalen gesprochen. Ich habe das jetzt längere Zeit nicht gemacht, weil ich ein bisschen unentschlossen wurde, was Farben angeht. Ich mag tatsächlich oftmals dann sowas wie Diamond Painting oder Malen nach Zahlen lieber, weil mir da schon gesagt wird, welche Farben ich verwende. Ich sitze oft mal vor so einem weißen Buch oder Blatt und denke, selbst wenn da ein Motiv ist, welche Farbe nehme ich denn jetzt? Aber ich hoffe, dass das jetzt mit den neuen Büchern ein bisschen anders wird. Ja, ein Buch, das ich, glaube ich, bei Teddy gekauft habe, ist Make Today Great. Also so heißt es, von Savings Coloring Book, hat 3 € gekostet, wie man sieht. Und hier haben wir eben inspirierende Sprüche, Sätze, umgeben von einfach schönen kleinen Formen. Und ich bin mega gespannt, also das gefällt mir optisch richtig gut. Ich glaube, da kann man auch mit, so Metallic-Stiften ein bisschen malen, finde ich. Richtig, richtig schön und hier bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig, wie sich das ausmalen wird. Ich finde das Papier vielleicht eine Spur zu dünn. Ich glaube, dass ich hier was dazwischen legen muss, damit es nicht durchmalt, aber da freue ich mich drauf. Dann habe ich ein paar Dinge beim großen A bestellt und ich weiß, darüber lässt sich bestimmt streiten und diskutieren, aber manchmal gibt es Dinge, die es eben nur beim großen A gibt. Das habe ich auch schon bei meinen Füllern erzählt, also gerade wenn es um die Konverter der Tinte geht, also wo man die Tinten reingibt. Sowas bekomme ich hier vor Ort einfach nicht und dann bleibt mir oftmals nichts anderes, als es dann beim großen A zu bestellen. Da habe ich mir 2 Bücher bestellt, einmal Katzen und ja, hier steht jetzt drauf Malbuch für Kinder, aber das ist totaler Quatsch, denn es ist kein Malbuch nur für Kinder, sondern wir haben hier einfach ein paar Katzenfiguren in verschiedenen Situationen, verschiedenste Katzen mit wunderbarsten Kulleraugen oder auch klassischen Katzenaugen. Sehr gut gefällt mir, dass wir hier so eine schwarze Seite haben für den Hintergrund. Ich denke, dann druckt eben auch nichts irgendwie so beidseitig durch. Muss aber auch sagen, dass ich die Seiten auch ein bisschen dünn finde. Das heißt, auch hier würde ich definitiv was dazwischen legen. Und wir haben hier einige Motive. Es sieht, glaube ich, nach einem Self-Publishing-Buch aus. Hier habe ich schon mal ein bisschen angefangen und habe die Blumen unten ausgemalt. Es war auf jeden Fall nicht teuer. Also ich glaube auf jeden Fall unter 10 Euro, vielleicht 6, 7 Euro, aber das fand ich richtig, richtig schön. Und auch das nächste mit Glaswelten fand ich richtig toll, Fantasy-Malbuch. Und man sieht auf der Rückseite ganz gut, dass wir eben hier wirklich immer so Gläser haben, wo dann ein Motiv drin ist. Und ich glaube, ich habe mich da auch auf Anhieb schon in 2, 3 verliebt. Da gab es Schildkröten und Seepferdchen. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man mit Malerinnen, also mit fester, mit dickeren Tintenmalern, wahrscheinlich eher im Innern auch mal ausmalt und dann drumherum die Schattierungen vielleicht tatsächlich mit einem Buntstift dann vornimmt. Es gibt da wohl sogar Herbstglaswelten und auch einen ersten Teil, also das kann man dann durchaus sich auch zulegen. Mich haben halt hier die Motive, die ich auf der Seite dann so gesehen habe, tatsächlich am meisten interessiert und auch besonders gut gefallen. Finde die Idee ganz schön, dass da ein bisschen was in einem Glas drin ist, also hier auch ein Junge, der schaukelt. Sehr lustig. Also freue ich mich auf jeden Fall aus Ausmalen, das so ein bisschen inspirierend, Augen offen zu halten nach allen möglichen Büchern, die euch irgendwie ansprechen, Motive zu suchen, die euch auf jeden Fall Spaß machen und nach dem nächsten Fitzek-Einschub geht es ein bisschen um die Stifte. Ich habe gestern noch weitergelesen. Ich bin nicht ganz gestern bis zu den 300 Seiten gekommen, aber ich habe das jetzt weitergelesen und dachte, ich mache jetzt im Grunde nach 3/4 des Buches nochmal einen Cut für euch. Also ich bin bis zur Seite 300 gekommen und muss sagen, das hat echt Spaß gemacht.
Also mir hat diese Reise, diese Fahrt, ja, im Grunde zu der Klinik Spaß gemacht. So ein bisschen dieses Forschen, Nachschauen, dieses mit Olivia unterwegs sein, so ein bisschen Geheimnisse zu öffnen, Legenden des Kalendermädchens zu entlüften. Und gleichzeitig finde ich auch super spannend, was eben gerade Valentina damals passiert, wenn sie nach und nach diese Adventskalendertüren in diesem Ferienhaus öffnet. Ich mag, wie beide Charaktere vermeintlich irgendwie etwas verbindet. Noch bin ich nicht ganz dahinter gekommen. Es gab jetzt so ein bisschen eine Andeutung, zumindest für mich, in einem Telefongespräch, wo ich so kurz intensiver aufgehorcht habe oder hingehört habe, ob da vielleicht eine Verbindung bezüglich des Vaters irgendwas möglich ist. Und ich rätsel so ein bisschen und bin aber jetzt tatsächlich dabei. Also die Verwirrung hat sich aufgelöst in diesen 100 Seiten. Ich bin jetzt tatsächlich viel mehr drin. Es hat ja auch knapp die Hälfte des Buches gedauert, bis diese Wirrungen so für mich ein bisschen klarer waren. Ich bin wahnsinnig gespannt, was jetzt noch auf den 100 Seiten kommt. Es hatte aber jetzt schon dieses Potenzial, dranbleiben zu wollen. Also ich fand es gestern super schade, dass ich nicht so viel lesen konnte. Nein, das ist eigentlich falsch, weil wir waren gestern Abend hier in der Umgebung in der Therme, tatsächlich sehr nahe im Grunde am Frankenwald und haben die lange Nacht der Sinne genossen. Es war richtig, richtig schön mit einem leckeren Cocktail und alkoholfrei. Ich bin nämlich gefahren und dementsprechend war es nicht schade, dass ich nicht so viel weiter lesen konnte, weil ich einen schönen Abend hatte. Aber ich habe dann schon gemerkt, wo ich sage, jetzt kommt diese Sogwirkung, die ich so von Fitzek kenne, die mir eben auch Spaß macht. Und das ist hier definitiv gelungen. Einen sehr schönen Ansatz, auch etwas, was ich mir markiert habe, ist, da ging es so ein bisschen um das Gespräch, ob eben jemand, der in seiner Kindheit misshandelt wurde, ihm Schlimmes zugefügt wurde, ob er im Grunde dann auch weitermacht. Also wenn eine Frau misshandelt wurde, ob die das dann auch mit ihren Kindern tut und dass das so ein ewiger Kreislauf ist. Und dann heißt es hier, sagt der eine Charakter dazu, dass sie sagt, dass sie das nicht auf sich so beruhen lassen würde. Ja, sie wurde auch misshandelt, als sie klein war, aber das würde sie nie als Ausrede benutzen, denn sie glaubt nicht, dass das Böse ein Staffelstab ist, der von Generation zu Generation weitergereicht. Das würde ja bedeuten, man könne es bis zum Anbeginn der Menschheit zurückverfolgen, bis zu einem Urknall des Schreckens. Das widerspricht aber jeder Wahrscheinlichkeit. Es können wohl kaum alle meine Vorfahren Schläger und Mörder und Psychopathen gewesen sein, so wie ich es heute bin. Und das fand ich tatsächlich einen ganz schönen Aspekt, weil man das ja ganz oft bei Serienmördern oder Ähnlichem sagt. Hier wird auch mal kurz Jeffrey Dahmer benannt. Ein Fall, um den ich mich ja immer so gedrückt habe. Ich bin ja sowieso kein Fan von True Crime. Für mich geht wirklich eher nur sowas in fiktiver Form. Hab das aber dann tatsächlich so ein bisschen nachrecherchiert und dachte, oh Gott, mit dem Dahmer-Fall, wenn man einmal anfängt, das möchte man gar nicht explizit lesen. Wollte aber hier eine Anspielung nachvollziehen, ob das tatsächlich so war oder wie Fitzek das eingebaut hat. Und ich, ja, es gibt ja immer diese Theorie, dass Serienmörder oft eben in ihrer Kindheit eine schwierige Kindheit hatte, die Eltern und das Umfeld in der Kindheit war immer schuld. Und es gibt ja aber auch ganz viele, wo das widerlegt ist, die eine sehr gute Kindheit hatten und so weiter, vielleicht auch manchmal dann zu gut. Das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Blatt. Und ich fand es hier sehr gut, dass Fitzek das im Grunde aufgreift und sagt, dass es manchmal eben doch eine bewusste Entscheidung ist, dem nachzugehen. Natürlich ist, wenn die Psyche gestört ist, was ist dann eine bewusste Entscheidung? Aber dass manche Menschen eben bewusst auch einfach töten oder da eine gewisse Lust dran haben, Freude dran haben, sadistisch zu sein. Und das fand ich tatsächlich ganz gut, dass wir hier mal mit aufräumen und sagen, das ist, hat immer was mit dem Elternhaus zu tun oder mit der Vorgeschichte, weil das stimmt. Irgendwann muss es angefangen haben und ich glaube nicht, dass jede Generation das so weitergibt. Ich habe sogar eher im Umfeld ein Beispiel, die es genau andersrum gemacht hat, die gesagt hat, ich möchte nicht wie mein Stiefvater sein, sondern ich möchte alles Liebe, was ich habe, meinen Kindern geben. Und also, wo man sagt, sie hätte es weiterführen können, weil sie es vielleicht nicht anders gekannt hätte, was sie aber nicht getan hat. Und das finde ich tatsächlich auch sehr beeindruckend, wo dann eben diese Frau
in meinem Umfeld diese Kraft hergenommen hat, zu sagen, ich widersetze mich all dem, was ich irgendwie kenne, was sich in meinem Kopf, in meiner Spirale abspielt, wenn ein Kind das nicht tut, was sie möchte, sondern ich wirklich mit Liebe und Empathie begegne. Und deswegen glaube ich eben auch daran, dass das nicht immer so geht. Ich bin so wie meine Eltern. Ich glaube sogar, dass man manchmal absichtlich dann anders ist wie die Eltern. Damit meine ich jetzt nicht die Erziehung der Kinder. Ich glaube, vieles nimmt man aus dem Elternhaus schon mit. Ja, lange Rede. Ich verlaufe mich. Aber diesen Gedanken fand ich hier sehr gut und ich mag sehr, dass wir hier auch viel so ein bisschen unterwegs sind. Also mal in der Klinik, dann wieder in diesem Ferienhaus, dann sind wir in der Vergangenheit, dann sind wir im Jetzt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie ja, die Vergangenheit mit der Gegenwart und diese beiden Charaktere, diese beiden Frauen sozusagen jetzt zusammenbringt. Und Olivia ist ja nach wie vor auf der Suche nach einen Stammzellenspender eben für ihre adoptierte Tochter. Was ich ein bisschen schwierig bei der Thematik finde, ist, würde ich das überhaupt als Mutter, und jetzt bin ich keine Mutter, aber würde ich das überhaupt in Betracht ziehen für mein adoptiertes Kind, was ich ja trotzdem wie mein leibliches Kind vermutlich liebe? Also so geht das jetzt zumindest bei Olivia hervor. Möchte ich dann eine Stammzelle von irgendwie jemandem, die vielleicht irgendwie psychisch gestört ist? Was könnte da auch im Körper vielleicht schon defekt sein? Taugt sie dann überhaupt? Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich so realistisch ist. Aber über Realismus müssen wir uns bei Fitzek wahrscheinlich nicht immer so unterhalten. Aber das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Natürlich greift man nach jedem Strohhalm, der einem geboten wird. Aber ob man diesen Weg dann wirklich so geht, weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht. Aber ich bin super neugierig. Ich habe noch 100 Seiten und bin total gespannt und werde das jetzt wahrscheinlich heute auch beenden. Ich habe jetzt einen kuscheligen Nachmittag vorm Kamin vor mir und will auf jeden Fall noch ein bisschen auch Seven vs. Wild nachschauen. Das schaue ich jetzt eigentlich nur noch in der Reaction von Robert Mike Lehmann. Und der war, glaube ich, am Freitag oder Donnerstag irgendwie live. Na, ich glaube Freitag. Das habe ich nicht zur Gänze geschafft, weil wir da einen Spieleabend abends hatten. Aber da möchte ich reingucken. Und Seven vs. Wild läuft wieder. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es ihr findet. Ich finde es ein bisschen schwierig, diese vierte Staffel. Aber das erzähle ich euch vielleicht parallel. Dann mit einem extra Schnitt. Aber ja, das möchte ich heute auf jeden Fall auch noch so ein bisschen nachgucken. Ja, jetzt mache ich es mir gemütlich mit den letzten Seiten. Also optisch ist das Buch, also ich finde, das Weisebuch hat schon echt was, ne? Muss ich ehrlich gestehen. Aber ich mache es mir jetzt gemütlich, noch 100 Seiten und dann schauen wir mal, was ich dazu noch zu erzählen habe. Machen wir weiter mit den Stiften. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Buntstiften, weil man die einfach immer wieder anspitzen kann, sie ewig lange halten und einfach sehr sanft malen kann, nichts durchdrückt, man wirklich auch schön schattieren kann, indem man ein bisschen mehr Farbe aufdrückt, ein bisschen weniger Hintergründe schön einfach so ein bisschen auch auf die Seite bekommt. Ich bin ein großer Buntstift-Fan, hier ist dann halt auch einfach noch ein Bleistift. Ich mag das super gerne. Ich habe mir Metallic-Stifte mitgekauft, ich glaube, die müsste es bei Action gegeben haben. Und zwar nennen die sich Calligraphy Twin Marker. Und die haben eine etwas feinere Seite und eine etwas dickere Seite. Hier in so einem schönen Rosé-Metallic. Wir haben hier so eine etwas dickere Seite. Wo könnt ihr das sehen? So ein bisschen hier. Und wir haben manchmal dann auch wirklich so einen Brush oder eben auch nochmal ein bisschen dicker. Was ich ein bisschen irritierend an den Stiften finde, ist, dass sie nicht alle die gleiche Dicke haben. Man damit aber wunderbarst auch wirklich kalligrafieren kann, also wunderschön schreiben kann. Aber natürlich auch durchaus, und das sehe ich so ein bisschen bei dem Malbuch mit den Sprüchen, da natürlich schön wirklich die Schrift dann ausmalen kann. Das waren, glaube ich, 5 oder 6 Stifte, also auch ein Gold, ein Silber, ich glaube ein Türkis. Habe ich mitgenommen. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, weil ich dachte tatsächlich, dass es auch eine dünnere Seite gibt. So bin ich jetzt auch zufrieden und glaube, wie gesagt, tatsächlich, dass die sich ganz gut eignen für das Malbuch mit den Schriften. Und dann musste ich schon feststellen, dass nach all den Jahren, wo ich jetzt nicht mehr so selbst gemalt habe, meine
ja, meine Stifte so ein bisschen ausgetrocknet sind. Das passiert halt dann leider. Und habe mir hier diesen Pack mit 24 Dual-Tip-Brushes gekauft. Ich glaube, es war auch Action oder Teddy. Also war definitiv nicht teuer. Und man hat hier jetzt eben das Schöne, dass wir eine sehr feine Seite haben. Also wo wir wirklich auch was in den Kalender oder irgendwie was schreiben können. Die eignet sich jetzt nicht so zum Zeichnen. Und dann eben wirklich so eine schöne Brush-Seite haben, die wirklich schön dick malt, aber eben auch ein bisschen feiner durch die Spitze. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich finde es schön, dass wir hier so von den Tönen gleich alles ein bisschen dabei haben. Wirklich so hellere Farben, gelb, orange, so ein bisschen die erdigen Töne. Dann natürlich auch wunderbarste Auswahl an blau und rosa, rot und pink. Also sehr, sehr schön. War definitiv auch nicht teuer. Ich glaube auch unter 10 Euro. Und dachte ich, ja, kann man nicht so viel verkehrt machen, wenn sie jetzt auch ein bisschen halten und da ein bisschen gut Farbe abgeben. Dann glaube ich, macht das auch auf jeden Fall Spaß. Und ich bin schon jemand, der auch diese Mischung mag zwischen im Grunde den Filzstiften oder den, ja, Tintenstiften und dann eben auch den Buntstiften und finde das ganz schön. Ich liebäugle ein bisschen mal wieder mit Wasserfarbe, habe da aber so ein bisschen die Befürchtung, dass die Seiten sich dann wellen. Wer da einen Tipp hat, super, super gerne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch schön etwas zeichnen kann. Ich überlege tatsächlich auch mal, ob ich wieder so ein bisschen was mit Malen nach Zahlen mache, weil mir da ja die Entscheidung abgenommen wird, wie ich etwas auszeichne. Aber wir starten jetzt mal wieder ein bisschen mit dem Ausmalen und da freue ich mich jetzt wirklich sehr drauf. Ich habe auch ein Malbuch mit Mandalas, an dem ich, ja, das liegt jetzt natürlich ja, am Schreibtisch. Das finde ich aber persönlich für mich sehr unentspannt, weil ich da ständig das Problem habe, dass ich ja mit den Farben nicht so aneinander kommen darf und alles so, ja, das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, auch zu fritzelig, da bin ich manchmal nicht so der Geduldsmensch und ich möchte ja entspannen und abschalten und mich nicht dann eigentlich so selbst stressen, dass das jetzt irgendwie passen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich packe euch den Kanal von der lieben Anka auf jeden Fall auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Sie hatte letztens auch so ein Video online gestellt, wo sie uns wirklich so beim Mit-Ausmalen mitnimmt. Ja, guckt da also gerne vorbei. Ich glaube, bei ihr gibt es auch ein Wanderpaket, was sich so um alles rund ums Ausmalen dreht. Ja, ihr Kanal ist verlinkt. Sendet ihr liebe Grüße von mir, wenn ihr vorbeischaut. Und vielleicht seid ihr ja auch schon auf den Ausmaltrend gekommen. Dann lasst uns gerne ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht auch, welche Stifte, welche Utensilien ihr verwendet, was ihr da für Tipps habt. Sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, weiter geht's mit dem spannenden Sebastian Fitzek. Seite 350 und ich hatte jetzt, glaube ich, 4 Augenrollmomente. Er tut es wieder. Also man kann bei einem Thriller über Realismus, ich möchte da gar nicht debattieren, denn ich glaube, es bedarf einfach einiger Zufälle, Merkwürdigkeiten, damit ein Thriller in der Regel irgendwie funktioniert. Na, es müssen ja doch ein paar Dinge aufeinandertreffen. Und aber es wird hier von einer Berufsgruppe gesprochen, als würden die nicht, also ich verstehe nicht, wie Fitzek auf so eine Idee kommt, in welche Richtung es sich gerade entwickelt. Und ich denke mir, nein, das macht er mir einfach nicht weiß, dass so diese Berufsgruppe funktioniert und dass man da so ungehindert schalten und walten kann, dass es etwas sehr Offensichtliches gibt, was wir nur nicht wissen, weil wir Leser sind. Und das macht für mich, das finde ich ein Schlupfloch, was ich einfach unterirdisch finde. Was ich echt merkwürdig finde, dass das so durchgeht, dass das so in Ordnung ist, dass die Spannung, also, nee, also ich weiß, glaube ich, wieder, warum ich nach dem letzten Fitzek so dachte, ah, ja. Also es ist spannend, ich möchte das gar nicht abstreiten. Aber es tümmeln sich jetzt hier Dinge, wo ich einfach denke, nein, das erzählt er mir einfach nicht. Also, oder macht er mir nicht weiß oder mir als Leser. Und auch, dass wir hier einen Mann haben, einen Vater haben. Ich möchte, wie gesagt, nicht spoilern, aber ich möchte es verständlich erklären, was mich hier so, der das alles hinnimmt, weiß und unterstützt beziehungsweise vertuscht. Das ist
Aber gut, ich habe noch 50 Seiten. Aber hier hört für mich dann Spannung auf, wenn es einfach nur auf den Effekt hingeht. Das gefällt mir einfach nicht. Also das hätte ich so nicht erwartet. Ich glaube, meine Theorie wäre cooler gewesen. Ich habe das Kalendermädchen jetzt beendet und also ja, was soll ich sagen? Es ist schon ein spannender Thriller. Für viele Irrungen, Wirrungen und eine total bescheuerte Auflösung. Ein Ende, mit dem ich überhaupt nicht d'accord gehe. Ein Ende, was einfach nur überrascht, damit es überrascht, das sich überhaupt nicht hat abzeichnen lassen und wo man als Leser auch überhaupt nicht, finde ich zumindest, irgendwie ja, bis zu einem gewissen Punkt drauf kommen kann. Merkwürdige Charaktere, die alle sehr merkwürdig handeln. Ich glaube, der einzig Nachvollziehbare war vielleicht noch der Vater oder der Adoptivvater von Alma, wobei ich auch das total abstrus finde und mich frage, ob es das im wahren Leben wirklich gibt. Also, ja, ich fand wirklich alles zwischen Seite 100 und 300 spannend, packend, Sogwirkung. Hat mir Spaß gemacht. Die ersten 100 Seiten waren einfach nur wirr und irgendwie merkwürdig und unzusammenhängend. Und ja, es macht dann schon irgendwie Sinn, diese Geschichten zu verknüpfen. Aber, und wirklich, jetzt diese letzten 50 Seiten, wo ich euch ja so ein kurzes Zwischenupdate schon gegeben habe. Also das Augenrollen ging gefühlt dann weiter. Die Erklärungen, die mir gegeben wurden. Also wenn Menschen so ticken wie bei Fitzek, dann verstehe ich, warum die Welt so vor dem Abgrund steht. Weil das wäre alles wirklich sehr merkwürdig, sehr abstrus, sehr auf, ich weiß gar nicht. Also ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das Buch letzten Endes bewerten würde, weil es war ja mittendrin mal gar nicht so schlecht, sondern schon spannend und gut. Sprachlich ist es natürlich sehr einfach. Also Fitzek hat eine sehr einfache Sprache, kurze Sätze, kurze Kapitel, nicht ganz so die Sogwirkung, die ich noch von den Cliffhangern am Ende eines Kapitels kenne, aber er hat schon oft einen Cut in einer Erzählung, wo ich mich frage, warum hast du da jetzt ein neues Kapitel draus gemacht? Eigentlich geht die Geschichte genau weiter. Muss man nicht immer alles verstehen. Es ist halt seine Art. Die mag man entweder oder wie ich, denkt sich manchmal, na, ist das jetzt so nötig? Es war nicht übermäßig blutig, bis auf zwei, drei Stellen, wo mal so ein bisschen explizit was erzählt wurde. Das fand ich aber tatsächlich okay, also auch mit meinem etwas schwächeren Gemüt. Ich glaube, was hier ein großes Thema sein könnte, ist das Thema Kinder und eben auch, wenn die eben misshandelt werden, auch wenn man das nicht explizit vielleicht gezeigt bekommt, sondern nur erzählt. Ich finde, das ist ein Unterschied. Finde ich das aber an mancher Stelle schon ganz schön hart. Das Ende hat mich jetzt wirklich eigentlich nur zum Kopfschütteln gebracht. Da dachte ich, ja, genau. Genau so funktioniert die Welt. So viele Zufälle gibt es und alle treffen dann genau da zusammen, wo es sein muss. Und dann, ja, die Danksagung fand ich wiederum ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie er es genau genannt hatte. Ach so, zum Roman und Danksagung. Und er hat es ja dieses Jahr im April dann auch beendet. Das fand ich aber ganz cool gemacht. Aber ich glaube, die Danksagungen von Fitzek waren eigentlich schon immer recht cool. Ich muss sagen, ja, ich habe mal wieder einen Fitzek gelesen. Für mich hat er seinen Reiz aber definitiv verloren. Ich kann die Begeisterung nicht verstehen. Ich finde, es gibt weitaus bessere, spannendere Thriller, die intelligenter gemacht sind, die aber trotzdem dazu führen, dass man eben beim Nachdenken, beim Lesen irgendwie so zwei, drei Spuren bekommt und irgendwie könnte es in eine Richtung gehen. Und nicht, also das hat mich hier immens gestört, dass ich als Leser über etwas nicht informiert wurde, was aber allen Protagonisten im Grunde hier drin, die eben mit dieser Person zu tun hatten, es gewusst haben. Und das ist was, was ich einfach nur schäbig finde. Das muss ich ehrlich so klar sagen. Das finde ich einfach unfair und nicht gut. Und ja, also
Ja, ich, wie gesagt, ich weiß wieder, warum ich glaube ich, warum der letzte Fitzek vor einigen Jahren der letzte Fitzek war, warum mich die anderen auch nicht so angesprochen haben. Ich glaube, ich hätte vielleicht auch gar nicht zu diesem Buch gegriffen, wenn es nicht hier in der Region gespielt hätte. Ich glaube, das hat mich tatsächlich so ein bisschen, wo ich dachte, okay. Aber ich glaube, dass das Buch relativ schnell bei mir wieder ausziehen wird. Ja, ich würde sagen, es war okay. Okay, aber ja, es war nett. Jetzt kann jeder sagen, nett ist die kleine Schwester von. So schlimm war es vielleicht nicht. Aber ich finde, ein Thriller lebt einfach auch mit seinem Ende. Und wenn das so an den Haaren herbeigeführt ist, echt schade, weil ich echt dachte, dass das wird mal wieder was. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr die Thriller-Zielgruppe. Lese ich ja tatsächlich nur noch sehr, sehr selten. Das war nur bedingt irgendwie was. Aber gut, das Kalendermädchen, so cool das Cover ist, so schön es in diesem strahlenden Weiß aussieht, so ja, wenig Highlight steckte irgendwie drin. Ja, alles nicht so einfach. Aber ich denke, wir beenden jetzt wahrscheinlich auch den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Lesevlog November hat euch soweit Spaß gemacht, dass ihr so ein bisschen mit mir mitgefiebert und gelitten habt, zumindest was das Buch angeht und euch auch die anderen Themen interessiert haben. Und mal sehen, inwiefern es dann im Dezember einen Lesevlog gibt. Da wird es ja einen Adventskalender und sowas geben. Von daher mal sehen, was mir da irgendwie einfällt, ob ich da irgendwie was mache, ob ich da ein Specialbuch irgendwie lese. Steckt man ja manchmal nicht so drin. Und ich danke euch jetzt aber auf jeden Fall. Ich bin natürlich gespannt, ob ihr zum neuen Fitzek greift, ob ihr ihn vielleicht schon gelesen habt. Dann sehr gerne möglichst spoilerfrei oder Spoiler gekennzeichnet unten in die Kommentare. Würde ich mich auf jeden Fall über den Austausch freuen, weil ich glaube, dass es hier definitiv Gesprächspotenzial gibt. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.